Hallo zusammen, mein Name ist Michael Wittmann und in meinen Videos nehme ich euch ja immer ein Stück weit mit in mein Leben. Und heute möchte ich euch eine Geschichte erzählen, die ist jetzt schon so ungefähr 20 Jahre alt und handelt von meinem damaligen Arbeitgeber bzw. von einem Ereignis, das dort stattgefunden hat. Ja, mein Arbeitgeber war ein kleines Softwareunternehmen hier in Pforzheim. Wir waren so ungefähr 5 oder 6 Festangestellte, 3 oder 4 Auszubildende oder auch irgendwo nochmal sowas im Bereich 3 bis 6 Praktikanten, also das heißt studentische Praktikanten oder Leute, die entsprechend sich auf das Berufsleben vorbereitet haben und dementsprechend ein Praktikum bei uns absolviert haben. Wir waren aber eine ziemlich eingeschworene Truppe. Das ganze Verhältnis war immer super freundlich, super, super freundschaftlich, muss man eigentlich sagen. Ein Teil der Leute war und bin ich auch heute noch privat befreundet und sehe die immer wieder gern, leider immer viel zu selten. Und auch die Leute, mit denen man sich da nicht innerhalb der privaten Sphäre getroffen hat, hat man trotzdem aber auch ein ganz tolles Verhältnis gehabt. Das war also wirklich cool, was da so die Kollegschaft anging. Wir waren auch relativ klein aufgestellt, also wir hatten gar kein wirklich dediziertes Büro, sondern wir hatten 2 nebeneinander liegende Wohnungen. Das waren so 3 oder 4 Zimmerwohnungen, wenn ich mich da so richtig erinnere, in einem ja, kleinen Wohnhaus. Also da haben noch irgendwie 2 oder 3 andere Parteien mit im Haus gewohnt. Und das war's dann, ja. Und wir waren da relativ für uns mit den beiden Wohnungen, hatten Durchgang geschaffen zwischen den beiden Wohnungen. Das war also cool, man konnte da problemlos hin und her oder auch natürlich entsprechend übers Treppenhaus. Das war schnuckelig. Natürlich saßen wir dann auch immer zu mehrt in einem Zimmer. Da hat man dementsprechend natürlich ständig auch miteinander zu tun gehabt, hat sich immer wieder ausgetauscht. Das war, ja, war schon schön. So, und jetzt begab es sich eines Tages, dass einer unserer Kollegen plötzlich bei mir im Büro stand oder im Zimmer stand und gesagt hat: Passt mal auf, ihr dürft jetzt gerade mal alle nicht die Räumlichkeiten verlassen, ihr müsst jetzt gerade mal hier bleiben. Die Polizei kommt gleich. Ja, ganz erschrocken, so, was? Die Polizei kommt gleich? Was ist denn los? Ja, er kann jetzt gerade selber noch gar nicht viel sagen, aber es geht wohl um einen Diebstahl. Und das war natürlich ein großer Schock. So, was ist jetzt los? Ja? Wir haben natürlich bei uns im Zimmer angeguckt. Mein Kollege, der mir gegenüber saß, auch so ganz ratlos. Was ist denn jetzt los? Wir verstehen es gar nicht mitgekriegt. Ja? Und auch Diebstahl, das war für uns überhaupt nicht vorstellbar. Ja, das ist nach gefühlt so einer halben Stunde war dann auch dann tatsächlich die Polizei da und wir mussten dann uns entsprechend alle in unserer Küche also nacheinander antreten und bekamen die Hände dann mit Watte, mit irgendwie so einer Flüssigkeit abgestrichen. Polizisten waren dann schon so seltsames Ding. Eingeguckt, ja, was soll das jetzt so? Ja, alles in Ordnung. Sie können wieder gehen. So, nach einer Zeit stellte sich heraus, bei einer Kollegin färbten sich dann die Hände mit diesem Test blau. Ganz komisch. Also, ging dann noch eine ganze Zeit lang, wo wir nicht wirklich wussten, was los ist. Wir haben bloß mitgekriegt, ja, bei der, da ist da was. Und das war eben eine Schülerpraktikantin, die hatte sich bei uns beworben für einen Ausbildungsplatz. Das war ja gerade in der Phase, als die neuen IT-Ausbildungsberufe sich etabliert hatten oder gerade eingeführt worden waren. Und die wollte da einen der neuen, ich glaube sogar Anwendungsentwicklung oder irgendwie sowas in Angriff nehmen. Hat dementsprechend die Zeit, bis tatsächlich die Ausbildung beginnen konnte, eben noch Praktikum gemacht. Und hat einfach da schon mal so ein bisschen Vorkenntnisse erwerben wollen. War eigentlich ganz cool, ja, also war schon immer ganz stolz drauf, dass wir halt möglichst alle Leute mit einbinden konnten. Also in der Firma war Inklusion damals ein ganz großes Thema, auch wenn man das noch nie wirklich so besprochen hatte. Alles, was menschlich zueinander gepasst hat, fand dort eben einfach einen Platz. Wir haben halt dementsprechend natürlich noch so ein bisschen die Zeit verbracht, sind beieinander gestanden und dann kam es so langsam raus, ja, bei einem unserer Auszubildenden, bei dem fehlte
Geld aus dem Geldbeutel und dieser Geldschein, der da fehlte, war wohl präpariert. Er hatte wohl schon in der Vergangenheit mal festgestellt, dass ihm einfach Geld abhanden gekommen war. Hat sich daraufhin dann an seinen unmittelbaren Vorgesetzten, der ihn dann halt in der Ausbildung betreut hat, gewandt, hat gesagt: Du, pass auf, irgendwie komisch, ich hatte hier noch 50 Mark im Geldbeutel und die sind jetzt plötzlich weg. Also es waren tatsächlich noch D-Mark-Zeiten. Ja, überlegt so, ja, okay, komisch. Müsste doch eigentlich dann auffallen und so. War das ein Einzelfall? Und ja. So, nachdem da eine ganze Zeit lang viel spekuliert wurde, wurden wir alle gemeinschaftlich ins Büro von unserem Chef gerufen. Der hatte den großen Vorteil, der hatte eines der Zimmer ganz für sich allein. Klar, als Chef hat er auch die ganze Zeit wichtige Telefonate geführt und so weiter. Mit dem hätten wir das Büro nicht wirklich teilen wollen. Das war aber cool, hatte mal einen Platz. Dann haben wir uns aufgestellt und dann hat er dann halt erklärt, von wegen so, ja, hier die Praktikantin, die wurde hier gerade des Diebstahls überführt. Sie hat wohl bei dem Kollegen, also gerade diesem Auszubildenden, einen Geldschein aus dem Geldbeutel genommen und der Geldschein war präpariert. Infolgedessen wird man sich jetzt entsprechend von ihr trennen. Sie wird ihre Ausbildung nicht antreten. Das Praktikum ist auch mit sofortiger Wirkung beendet. Und sie hat jetzt nochmal darum gebeten, sich an alle zu wenden. Ja, und sich entsprechend dann halt zu entschuldigen. War ja ganz irritiert so, ja, was hat die da jetzt noch groß zu sagen? Dann kam eine große Ansprache von ihr oder ja, vermeintlich hätte es eine große Ansprache werden sollen, aber das war natürlich relativ schal, wo er gesagt hat, ja, wie leid ihr das tut und dass das alles ja nicht so gemeint war und dass sie irgendwie finanzielle Schwierigkeiten hätte, weil sie noch irgendwelchen Leuten Geld schuldet und ja, sie wird ja jeden Abend abgefangen, wenn sie auf dem Heimweg ist und ihr wird alles, was sie an Geld hat, abgenommen und so große, große Trauergeschichte. Und wir wollten dann einfach mal wissen, ja, okay, also wir haben jetzt da den einen Geldschein mitgekriegt. Wem hast du denn alles Geld geklaut? Ja, und dann kam raus so, ja, bei dem so viel und bei dem so viel und bei dem so viel und bei dir, Micha, habe ich mal 50 Mark aus dem Geldbeutel genommen und ja, für mich war das damals ein Riesenschock. Man muss dazu sagen, da das ja doch ein bisschen eng zuging damals, haben wir unsere Jacken alle immer im Hausflur an der Garderobe aufgehängt, ja, dass die da nicht in den Büros noch entsprechend über den Stühlen Platz einnehmen. Und ich hatte da auch immer, ohne groß drüber nachzudenken, natürlich meinen Geldbeutel mit in der Jacke gelassen. Wir haben damals halt noch nicht so toll verdient. Da habe ich jetzt noch nicht wirklich mir die großen Gedanken drüber gemacht. Da war halt der Geldbeutel immer in der Tasche und gut war. Und ich hatte tatsächlich auch zuvor, also vielleicht eine Woche oder so, das weiß ich gar nicht mehr im Detail, mal den Eindruck, da war ich einkaufen, stand beim Rewe, der damals noch Minimal hieß, an der Kasse und wollte bezahlen oder hab bezahlt und dachte mir so, komisch, du warst doch erst auf der Bank, hast dir 100 Mark geholt, jetzt sind bloß noch 50 Mark im Geldbeutel. Wofür hast du das Geld schon wieder ausgegeben? Hast du dir wieder irgendwelches Rollenspielzeug gekauft oder hast du das Geld ausgegeben, irgendwie zum Mittagsessen bestellen oder war noch irgendwas anderes? Ich weiß es nicht. Es war ganz komisch, ja. Und wie sie mir dann gestanden hat, dass sie halt eben auch bei mir 50 Mark aus dem Geldbeutel gezogen hat, war mir dann klar, ja, okay, das war das. Von ihr kam dann noch die große Entschuldigung, ja, sie gibt das Geld dann auch sofort zurück, sie geht jetzt sofort auf die Bank und holt Geld und gibt uns das. Wir uns dann schon die Frage gestellt haben, so viel, ja, okay, sie geht jetzt auf die Bank, holt die Kohle, gibt uns das zurück, aber wie passt es zu dieser Geschichte, die sie uns vorher aufgetischt hat, von wegen, dass sie da irgendwie immer von Leuten abgezogen wird? Ja, okay. War uns dann aber auch relativ egal. Wir haben dann
die Versammlung beendet. Ich für meinen Teil war da sehr geknickt. Ja, das war richtig, richtig heftig, ein großer Schlag für mich, was das Vertrauen in meine Kollegen angeht, beziehungsweise eigentlich ja nicht in konkret meine Kollegen, sondern halt so dieses allgemeine Vertrauensgefühl. Ja, unser Chef hat halt auch noch verkündet, dass er sowas richtig blöd findet und dass er aus genau diesem Grund jetzt entsprechend da auch hart bleibt und da keine milden Umstände wirken lässt. So ein Vertrauensbruch geht halt gar nicht, ja, und schon mal gar nicht bei einem Unternehmen in unserer Größe und wenn man darauf angewiesen ist, so eng und vertrauensvoll miteinander zu arbeiten. Und mich hat der Gedanke dann tatsächlich auch noch für den Rest des Tages begleitet. Ja. Also so normales Arbeiten war an dem Tag dann ohnehin nicht mehr. Dazu waren wir alle viel zu aufgeregt. Ich glaube, wir haben uns dann irgendwie bloß noch darüber unterhalten, dass wir irgendwelche Multiplayer-Ballerspiele spielen wollten. Ich weiß gar nicht mehr, was damals cool war. Könnte noch Duke Nukem gewesen sein. Tatsächlich auch schon wieder so ein Stück weit schön zu erleben, da wir ja alle diese enttäuschende Erfahrung gemacht haben, wie wir uns da zusammengefunden haben, gemeinsam über die Kollegin abgekotzt haben, um halt unseren Frust und unserer Enttäuschung einfach mal Herr zu werden. Wir haben dann noch mitgekriegt, sie saß dann auch noch eine ganze Zeit lang im Treppenhaus und hat geheult wie ein Schlosshund. Nachbarin von oben kam dann wohl auch, war wohl ganz besorgt, was ist denn da los? Aber natürlich hat die das auch mitgekriegt, dass da die Polizei im Haus war. Irgendwann ist er wohl dann tatsächlich abgezogen, ist auf die Bank, hat Geld geholt, kam zurück, ist nochmal zu jedem hingedackelt unter Begleitung von einem Kollegen. Also frei bewegen durfte sie sich dann im Büro nicht mehr. Hat jedem das Geld in die Hand gedrückt, hat dann nochmal versucht, eine große Entschuldigungskiste mit abzuziehen, die bei mir und bei den Leuten, wo ich es unmittelbar mitgekriegt habe, halt überhaupt nicht gezogen hat. Ja, also wir fanden das absolut zum Kotzen, was er da gemacht hat. Auch die Frage, wenn sie denn ein Problem gehabt hat, warum sie denn nicht zu uns gekommen ist, um mit uns drüber zu reden, wollte sich gar nicht mehr so richtig stellen. Wir hatten noch eine andere Kollegin, die da schon so ein bisschen mitfühlender war, von wegen so, ja, hätte man da nicht so, aber nein, an der Stelle galt da bloß das Prinzip, maximale Härte, ja, die hat Vertrauen missbraucht, die hat auch nichts mehr eigentlich von uns zu erwarten. Ja, als Ergebnis kann ich dann sagen, hat uns das aber im Kollegenkreis tatsächlich nochmal ein Stück zusammengeschweißt. Ja, wir hatten da jetzt eine entsprechende Attacke, zwar schon aus unserem inneren Kreis von jemandem, dem wir Vertrauen geschenkt haben, dem wir bei uns mit aufgenommen haben, für den wir eigentlich eine Perspektive gemeinsam entwickelt haben. Ja, es ist ja nicht nur, dass das Unternehmen als solchen sie eingestellt hat, um sie entsprechend auszubilden und ihr eine Berufsperspektive zu geben, sondern in der Unternehmensgröße war das ja tatsächlich auch noch Engagement von jedem Einzelnen. Ja, also die Ausbildung der einzelnen Leute war jetzt nicht so, dass man da gesagt hat, hier, du hast deinen Ausbildungsbeauftragten und der bringt dir alles bei und ansonsten hast du hier Berufsschule und Fachliteratur und so weiter, sondern wir haben da eigentlich alle immer gegenseitig den Leuten was beigebracht. Und wir haben ja auch selber immer auch noch voneinander gelernt. Ja. Also keiner war perfekt und dementsprechend haben wir uns dann immer auch noch gegenseitig Sachen beigebracht und hier gibt es einen neuen Kniff und da gibt es nochmal eine neue Sache, über die man nachdenken kann. Ja. Und Diskussionen waren bei uns immer sehr lebhaft und hitzig und hinterher haben wir uns halt immer alle ganz toll verstanden. Das war eben kleines eingeschworenes Team. Zum Glück ist dieses Gefühl an diesem Ereignis auch nicht zerbrochen. Klar, jeder von uns hat dann seine eigenen Konsequenzen daraus gezogen. Ich zum Beispiel hatte von da an dann meinen Geldbeutel immer unmittelbar bei mir. Meine Jacke hing zwar immer noch entsprechend im Flur, aber
Von da an hatte ich dann immer auch noch mal eine separate Tasche bzw. einen Rucksack mit dabei und da war dann halt Geldbeutel sicher mit verwahrt. Andere Kollegen haben gesagt so, nee, Geldbeutel ab sofort immer bloß noch unmittelbar am Körper, was ich persönlich ein bisschen unbequem finde, wenn ich sitze und dann Männergeldbeutel mit ja, 10.000 Karten und Belegen und weiß der Teufel nicht mehr alles. So war halt auch da die Prämisse von einigen Geldbeutel nur noch am Körper. Ich hatte es halt entsprechend sicher verwahrt und da habe das eigentlich auch heute noch. Also ich lasse meinen Geldbeutel tatsächlich heute oder Wertgegenstände im Allgemeinen tatsächlich nicht groß von mir weg. Das ist auch schon immer so, wenn ich bei Kunden bin, dass ich dann sage, ja, hier, ich habe in meinem Rucksack entsprechend meine Wertsachen, den mag ich dann hier dabei haben. Und wenn wir entsprechend zum Beispiel einen Schulungsraum verlassen, dann möchte ich doch schon, dass der entsprechend abgeschlossen wird oder ich nehme den dann halt einfach tatsächlich mit. Ja, das ist mir doch zu heikel. Jetzt würde mich mal interessieren, habt ihr denn schon ähnliche Erfahrungen mit Kollegen gemacht oder von Leuten, die euch einfach bestohlen haben oder so krass euer Vertrauen verletzt haben, dass dann ein weiteres Zusammenarbeiten oder vielleicht auch befreundet sein nicht mehr möglich war? Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Oder wie hättet ihr euch entsprechend in so einer Situation verhalten? Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir doch einfach einen Daumen nach oben für den Algorithmus. Das hilft mir, weil der YouTube-Algorithmus dann dementsprechend merkt, da passiert Interaktion, das Ganze ist relevant. Und natürlich könnt ihr auch gerne kostenlos meinen Kanal abonnieren und die Glocke daneben drücken, damit ihr immer informiert werdet, wenn es von mir ein neues Video gibt. Und erzählt mir doch auch mal, ob ich mehr solcher Videos machen soll mit Erinnerungen aus früheren Zeiten und was ich dementsprechend hiervon für mich persönlich mitgenommen habe. Danke ich euch jetzt fürs Zuschauen, wünsche euch noch tolle Zeit, bis zum nächsten Video, spätestens nächste Woche. Bis dahin, ciao.